So, was kann man jetzt Schönes kaufen? Oh, noch eine neue Handgun. Da tut sich aber irgendwie nicht so viel bei denen. Ich kann das auch überhaupt nicht einschätzen. Nochmal ein bisschen mehr Firepower, aber... am Handling orientieren, denke ich. Bleib einfach bei meiner jetzt. Upgrade lieber meine Shotgun immer mehr. Oh, wir haben wieder Treasure. Mein SMG ist schon irgendwie kaum mehr was zum Upgraden. Ich meine, ist doch critical. Irgendwas muss ich mit dem Geld ja machen. Reload Speed fühlt sich immer so kacke an zu upgraden. Oh, Zombie Meister Miyagi empfiehlt die neue Pistole. Immer diese Backseat Gamer, jetzt will ich das doch haben, verdammt. Die SEG P226. Ich meine, ich habe noch genug Geld. Ich bleib jetzt bei meiner alten. Ich verkaufe jetzt mal meine alte. Das klingt auch irgendwie falsch. Das passiert in Afrika öfter, also keine Sorge. Gut. Dann upgrade ich mal meine Pistole noch ein bisschen. Ich glaube, ich kaufe noch einen Heilsprung. Ich wieder zwei. Ich habe gerade eh nichts im Inventar, weil ich keine Munition mehr habe. Du sollst das da hinlegen. Oh, jetzt gibt es auch eine Bulletproof West. Ja, habe ich auch gesehen. Aber das ist ja noch weniger. Ja, wenn du musst ja beide kaufen und hast gleich zwei Plätze verschenkt. Mach es einfach mal ready und gucken mal, was passiert. I wonder if this is what Irving meant by answers. Not sure, but obviously there's a connection here with Umbrella, and that's never a good sign. Come on! We can worry about this later. First, we need to find out about Jill. You're right. Let's see what we can dig up. Investigate. Was Umbrella doing research on these flowers? Da gab's einen ganz coolen Horrorfilm, von dem ich jetzt vergessen habe, wie der hieß. Der ist gar nicht mal so neu, aber irgendwie als er rauskam, hat sich keiner dafür interessiert und dann ist er neulich nochmal auf Netflix veröffentlicht worden und auf einmal fanden ihn alle toll. Und ich habe ihn auch gesehen und er war tatsächlich ganz cool. Da war auch was mit so gruseligen Blumen. Ah, was Neues. What? From Chief Researcher Brandon's Journal Number 1. 1966. December 4. Mr. Spencer once spoke of a flower called the Stairway to the Sun. Supposedly, this flower would give the person who consumed it incredible abilities. Everyone thought it was nothing more than a rumor or legend that Mr. Spencer was telling us, but later research would prove us wrong. The first person to recognize the validity of that story was my teacher, Dr. James Marcus. He hypothesized that the virus, hereto unknown, might exist that could alter DNA. The man was so, perspicacious? His hypothesis turned out to be correct. The virus discovered in that flower was labeled progenitor. For 3 months in Africa, we worked diligently. Ach so, das ist dann das progenitor virus Ding. Fretted over results and staved off attacks from the Ndipaya. After such time, our efforts were finally rewarded. Even Dr. Marcus, who until yesterday looked exhausted, was in good spirits. He wants to return home as soon as possible to delve deeper into his research. I feel the same way. I want to learn the secrets of this progenitor virus as soon as possible. 1967. February 12th. We've hit the metaphorical brick wall. We brought the progenitor flower back from Africa and attempted to cultivate it here. The initial culture samples of the progenitor virus have not shown DNA-altering characteristics. War das dann nicht der, der das mit den Leech-Dings kombiniert hat? We cultivated the flower to mass-produce the progenitor virus. At first, everything proceeded smoothly. The plants were strong and grew quickly. In a short amount of time, they flowered. Oh nein, flowers, die flowern. But here is when a major problem surfaced. The flower did not contain the progenitor virus. Perhaps the environment in which they're grown, in which they are grown, triggers the development of the virus. This matter must be investigated further. March 23rd. We've made no progress. We've tried cultivating the flower under different conditions, but with no luck in triggering development of the virus itself. Thus far, we have tried changing the soil, water, temperature, and light exposure, all with no success. I got into a heated debate with Dr. Marcus about the direction this research was taking. During that debate, Mr. Spencer interjected some foolhardy notion of starting a company.
Without the progenitor virus, there's no point in starting a company. Does he not see that? It's all pointless. Oh, okay, das war's. Hört jetzt etwas plötzlich auf. Mich aufgedreht. Girl with all the gifts? Nee. Ich glaube, der hieß sogar einfach nur Ruins. Der Film. Könnte mich irren, aber ich glaube, er hieß wirklich einfach Ruinen. Oh, das geht ja auch. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Ah, das Machine Gun Ammo. Ja. Power on. Ein Umbrella-Logo. Research Center Director Brandon's Journal, 1998. November 16th, we've closed down the research center. It's strange, but I don't really care. I'm indifferent to the whole thing. I feel the same way as when I heard that the Arclay facility in Raccoon City were destroyed. When did I become so apathetic? I spent every waking moment researching and extracting the progenitor virus. Everything I did was for Dr. Marcus. Actually, when I think about it, I probably stopped caring the day I heard he had died all those years ago. I didn't feel angry or happy or even shocked. I felt nothing at all. It was as if all my emotions just shut down. I just kept sending out samples of the progenitor virus to all of Umbrella's laboratories. I was just an automated machine reporting to Umbrella headquarters every time one of my subordinates made a breakthrough or discovered something new. I was like a zombie, ambling through life. No thoughts, no feelings. And now the research center where I've spent half my life is closed. I really don't care one way or another. It's probably all for the best. Perhaps it is too late to have any semblance of life again. Tja. Just an old computer. Telegram from James Marcus. T-Virus development a success. January 13, 1978. James Marcus. Oh. War jetzt aber komisch versteckt. Was war das? Weiß nicht. What the fuck was that? Invoice copy. Umbrella Training Facility, Dr. James Marcus. 5 cases of the progenitor sample. December 15, 1977. Africa Research Center Director Brandon Bailey. Oh. Soll ich dir ein Ei geben? Dann kannst du das Essen sich damit heilen und ich kann das grüne Kraut hier aufsammeln. Das ist ein Deal, den kann ich nicht abschneiden. Ach, deine Eier schmecken doch immer noch am besten. Oh Gott. Shiva. I don't know how, but they could be using them to produce biological weapons. You don't say. Ging's nicht die ganze Texte da rum? Das ist ein bisschen langsam. I think I've seen enough of these flowers. Ah, das für mich. Oh, dann kommt jetzt Licker oder was? Also auf Licker könnte ich auch verzichten. Sieht ein bisschen aus wie Metal Gear Solid. Gleich kommt hier. Ja, habe ich auch gedacht. Dings vorbei. Der Ninja, Ray Fox. Oh, das ist aber ein Spoiler eigentlich. Deswegen habe ich nach dem anderen Namen gesucht. Turn. Ach, muss ich wirklich hier drehen? Looks like it was attacked by wild animals. What a horrible way to go. Looks like it was torn apart by animals. Not a good way to go. Immerhin sind wir da nicht am Ende. Das sieht aus wie ein Lecker. Super. Oh, das klappt ja wirklich. Ich war jetzt etwas überrascht. Ich bin jetzt gar nicht drauf gekommen, das auszuprobieren. Ich werde wieder zurückgelaufen, hätte ewig noch irgendwas anderem gesucht. Was ist denn hier alles? Okay. Ich werde mal meine Pistole ausprobieren. Some lab animals, how long have they been locked up? Oh, das hier sieht ein bisschen die arme aus. Ziege. Ich erlöse die alle. Das gut, dann erlöse ich halt niemanden mehr. Oh.
wettet er, und er kommt da gleich raus. Ja, ich hab das auch schon vermutet. Oh, da kommt ja noch einer. Da ist noch einer. Equip, werfen. Synchron sterben hier. Ja, Peter ist entfunden, alles klar. Bin ich jetzt einfach im Kreis gelaufen? Nee, das ist ein anderer Raum. Das ist ein anderes Wort. Anzeige ist raus. Machst du auch so dein Geschirr sauber? Schön alles ablecken. Hier ist noch ein Raum. Mit einem nicht grünen, einem roten Kraut. Dann mische ich hier doch direkt mal. Oh, hier ist wieder was Großes. Monitor Room. All the monitors are fine though. Uiuiui, eine AK-74. Ja, du bist ja hier der Maschinengewehr-Typ. Ja, ich hab halt schon eins, ne? Ja, dann hast du jetzt ein neues. Ich hab erstmal überhaupt keinen Platz. Ich geb dir mal... Das Rote ist ja auch schon für mich. Ich gebe dir mal die Pistolenmunition. Ja gut, dann nehme ich das so. Kannst ja deine alte verkaufen. Ja, das haben wir ja schon established, dass das eine gute Idee ist. Ich weiß ja nicht, ob die wirklich... Vielleicht kannst du das... Kannst du irgendwo gleich die... Oh, hier ist hier noch jede Menge Gold drin. Die Stats dazu sehen irgendwo. Oder hier. Eigentlich müsste sich so eine AK-74 halt ein bisschen anders handeln als so ein. Vielleicht hat Asobi, der Zombie-Meister, ja irgendwie einen Hinweis. Nee, ich will da keine Hinweise. Okay, das dann sollte er nicht schon sagen. Das passt schon. Ich komme eigentlich immer irgendwie zurecht. Meistens mit den Sachen, die andere Leute kacke finden, ist mir schon mal aufgefallen. Was jetzt hier? Pull Lever. Spiel nie Maschinengewehre, das ist nicht die Meta. So geht das ja nicht. Ich kann zumindest mal leer ballern. Oh oh. Okay, vorsichtig. Bist du denn verrückt? Jetzt werden wir wahrscheinlich sterben. Ich glaube, die eine Seite ist von alleine aufgegangen. Ich? Vielleicht muss ich die... Oh, man kann ja nicht sehen. Sind ja schon ein bisschen viele. Oh, ich glaube... Oh wow, das ist noch geschafft, vor mir zu sterben. Vielleicht sollten wir da einfach durchlaufen, was meinst du? Das ist der Hof. Oder einfach ganz vorsichtig durchgehen. Vorsichtig ist nicht mein Style. Dann ist Überleben aber auch nicht dein Style. Nee, meistens nicht, das stimmt. Okay, die hat mehr Firepower, dafür weniger Capacity. Deutlich weniger Capacity. Du könntest natürlich auch die AK verkaufen, nachdem du sie aufgesammelt hast. Also ich will die auf jeden Fall leer schießen. Das ist das ja doof. Einen Moment. Ich noch. Wann kann ich den da mal wieder upgraden? Oh, ihr müsst mal wieder lustige Clips machen, damit die in das Best-of reinkommen. Wenn ich alle Resident Evil durch habe, will ich alle Clips, die auf Twitch erstellt wurden, aneinander pappen für ein langes YouTube-Video. Bekommt die Munition, die da drin war, wenn man die Waffe verkauft? Das ist ja ein geiles System. Das macht ja sonst überhaupt kein Spiel. Wo ist denn jetzt dieser... Ich habe keinen Prompt hier jetzt. Problem hast du heute irgendwie oft. Chris' Arme sind wahrscheinlich so dick.
said they could notice us. I guess their senses are weak. Ich hätte ja schon, dass die alle riesig sind. Das waren aber sehr viel. Oh oh. Let's go. Hier. Das muss jetzt aber noch sein. Okay, let's go. Oh nein. Oh nein. Euer Ernst? Okay, wir sind so tot. Moment, wenn wir nichts machen, merken sie uns vielleicht einfach nicht. Come on! Ah! Hä? Der hatte keine Line of Sight auf mich. Ich hab voll hinter der Wand. Au! Jetzt noch eine Granate hätte. Oh. Ah, der Fahrstuhl ist da. Oder wir schießen jetzt noch eben alle ab. Oh. Aua! Der wird doch hinter dir stehen und hilft dir jedes Mal, wenn du... Ja, aber ich muss gerade nachladen. Oh. Oh, jetzt werde ich hier gerade aufgeschossen. Au, ich auch. Ich glaube, ich bin voll tot. Ja, vielleicht hätten wir runterfallen sollen. Immerhin kann sie mit Chris Blut jetzt noch lustige Bilder malen. Wo sind wir denn jetzt so genau? Von dem Stereo. Oh. Warte mal, ich habe was für dich. Ich hab keinen Plus. Oh, okay, da habe ich doch nichts für dich. Ja, doch, die TMP stackt, aber die passt mir gehen. Okay, dann stealthen wir wohl doch einmal dadurch. Ich vermute mal, wenn man den Fahrstuhl aktiviert, kommen die doch. So oder so. Aber wahrscheinlich werden wir die Tür gleich auftreten. Doch. Ja, jetzt haben sie... Vielleicht solltest du nicht laut Come On schon. Den Knopf verwechselt. Weil hier war es B und vorhin war es auf einmal X. Come on! Ein Shotgun Chains. Oh, das ist eine Bagger. Aua! Viele Shotgun Chains. Ja, ganz schön viele Liter. Was ist da das Trinken drin? Ich will mich erkennen. Willst du jetzt mal wieder aufmelden? Ja, dann hauen wir vielleicht einfach ab, falls der das schon in den Fahrstuhl gekriegt. Puh. Gut, dass ich die Shotgun-Munition noch bekommen habe. Hier gibt's auch noch Patronen. Oh. Du weißt, was das bedeutet? Ja, wahrscheinlich nicht. Kommt jetzt der Endgegner, auf den ich die ganze Zeit warte? Oh Moment, jetzt muss ich erstmal die richtige Waffe wieder auf den richtigen Hotkey legen und die richtige Waffe nachladen. So. Da kann ich mich noch mehr Maschinen gerne nehmen. Was machst du da? Wäre es natürlich nicht schlecht gewesen, den Granatwerfer mitzunehmen, aber das machen wir dann, wenn wir sterben. What the hell? This is in the pictures too. Echt? Ein besseres Gedächtnis als ich. Wait, that means Joe might be here. Huh? Ja, ist überall Jill drin.
richtig ausgechillt. What have they done? So many. They must be kidnapping people from all over the world to experiment on. It stopped. Why? Was kommt jetzt? That's why. Was denn? Wenn ich jetzt meine Magnum hätte. Das waren nicht die Köpfe, die ich erwartet habe. Hallo? Jetzt? Oh, das hat da am Arm auch irgendwie was. Und tot. Ach. Hä? Was war das denn? Das war meine Granate. Ich bin hier gerade hier. Auch mal irgendwie wieder bewegen? Hallo? Oh, was ist das denn? Machine Gun Ammo. Gib sie dir mal. Ganz schön laut hier, ey. Ja. Oh, oh, mein Gesicht. Kann bestimmt die Arme hier auch einschießen, wenn er mal stillhalten würde. Kommt Leute jetzt talken, wenn ich nicht hier bin? Oh, die Viecher droppen aber hier nicht mehr. Da sieht das irgendwie so aus, als könnte man schießen, aber dann geht's dann doch nicht. Wir können mal auf den Arm schießen in der Hoffnung, dass da dann irgendwie mal Sinn hängt, oder? Oder auf das Bein, würde ich sagen. Ich scheine doch nicht was zu bringen. Ja, nehme ich ja mal. Habe ich auch nicht verstanden. Was man da machen soll, weiß ich auch nicht. Ja, ich stehe dann einfach ewig rum und. Ja, ich talke da so hoch vor mich hin. Ja, das sieht aus. Werfen wir eine Granate da rein. Achtung! Weg da! Ach.
dummen Viecher. Oh, diese kleinen Viecher droppen aber echt jede Menge. Was für Machine Gun Ammo? Ja. Ich hätte nämlich welche. Ich will erstmal finden. Oh, da bist du. Mann, jetzt hör auf, irgendwelche Sachen zu drücken. Los. Nachladen aus. Au, was zur Hölle war das denn? Wo bist du? Oh, 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 oh. Ich bin hier. Hier, hier, ich seh dich. Aua. Weiß ich überhaupt nicht, was ich drücken soll. Ja, und da auch nicht. Das ist einfach nur dummes Rumgetorkel. Und da auch nicht. Ich kann gerade nichts mehr machen. Erst torkel ich, dann werde ich geschlagen. Ich sehe ja, dass der ausholt. Ja, aber es ist halt kein Front. Hier kam Mann, irgendwie kriegt du. Ja, das ist nur F und V, das ist echt kacke zu drücken. Hast du noch was zum Heilen? Hast du was zum Heilen? Sparen. Oh nein, jetzt kommen ja die Viecher. Ich muss nachladen. Kann die nicht mal was zum Heilen droppen? Oh. Hätte wieder eine Granate. Ja, hau rein. Müssen wir erstmal rumlaufen, also schießt die erstmal. So, jetzt Granate. Ja, geil. Was soll man denn da machen? Hm. Ich meine, kann ich halt einfach nicht folgen. Weil ich jetzt die Aktion. Ja, mal, ich kann überhaupt nichts mehr machen. Ich komme aus der Animation raus und bin sofort wieder. So. Vielleicht bin ich aber gleich derjenige. Also an Patronen mangelt es uns nicht, aber Heilung wäre nicht schlecht. Mangelt es auch an Patronen. Mach das denn nicht erzählen, ja. Da ist was für dich. Ach, schon wieder die Viecher. Aua. Oh, Handgrenade. Bitte sehr. Oh nein, noch mehr von denen. Oh, wo bist du? On my way. Sollte ich jetzt immer bei dir bleiben? Ich bin ja selber. Ja, wir sind beide total im Bereich. Jetzt werde ich wieder getroffen. Ja, das. Ich glaube, sind wir beide tot. Ja. Ich sehe das halt 3 Sekunden vorher, dass der mich jetzt trifft, und ich weiß einfach nicht, was ich da jetzt drücken soll. So, Moment, das Ding tue ich erstmal, das verkaufe ich jetzt einfach. Ich quit. Ich hole mal die Magnum raus. Nee, ich will noch keinen Pro-Tipp. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es unschaffbar ist. Es ist nur ein bisschen nervig, aber ich glaube, wir kriegen das hin. Ich habe ja jede Menge Munition. Machen wir den Granatwerfer mit seinen 5 Schuss mit. Ich weiß nicht, wie viel das wirklich ausrichtet, aber probieren wir. So, die Magnum macht jetzt vollen Schaden. Und ich habe kein Geld mehr.
Bin mir halt nicht sicher, ob wir überhaupt schon irgendwie vernünftig Schaden gemacht haben. Ja, kannst du gerne machen. Das ist immer ganz lustig, wenn man dann hört, ja, ihr hättet auch einfach auf den Knopf drücken können. Da ist es direkt wieder so los. Ich sehe das ja. Ich könnte darüber ein Buch schreiben, bevor der mich trifft, aber ich kann nichts machen. Ich musste einfach das Messer benutzen. Das ist so. Aber wir müssen immer schön weit wegbleiben, damit er das gar nicht erst machen kann. Vielleicht können wir den canceln, wenn wir die Arme treffen in dem Moment, aber das ist halt auch nicht so einfach. Ja, gut, pass mal hin. Ich treffe die ja so schon nicht. Mhm. Ja. Wenn mir gerade einer sich vielleicht mal heilen sollte. Wow. Oder ich sterbe einfach. Was ist denn schon wenig? Ich wollte mich heilen, aber dann dachte ich, dann heile ich dich gleich mit. Also wollte ich zu dir laufen, oder so. Dann hat er mich leider weggeschnetzelt. Ich hab gleich mitbekommen, dass du so tot bist. Doch gar nicht so viel. Jetzt schon. Hilfe! Ey, der hat dich weggeschoben. Ja. Ja, keine Ahnung. Messer. Versuch mal ein bisschen mehr Abstand zu halten. Ja, ich denke auch, das ist nicht schlecht. Das letzte Einschalt. Nicht immer mehr erkennen. Ne? Als Chris mal das Gewehr bei mir hochgehoben hat, ist das Vieh schon wieder einen halben Globus spaziert. Ich mach ja keinen Schaden, wenn ich das Zeit wegbleibe. Kann er von mir auch weg machen. Ja, da kommt wieder das. Später darf ich dann auch wieder aufstehen. Ich habe jetzt gar keine Pistole mehr. Ja, die Viecher droppen so viel Zeug. Ja, die sind, glaube ich, mehr so zum Auffüllen gedacht. Oh, jetzt ist Magnum Time. Was? Oh, ich kann eine Granate reinwerfen. Das ist nicht gut. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Guck mal. Wow. Das war doch schön. Ich wollte eigentlich nur drauf schießen. Ja, aber das sah ganz gut aus, was du da gemacht hast. Aber treffen ist jetzt immer noch schwer. Ah, macht irgendwie gar nichts. Auch die. Die Lichtnummer-Granate, oder? Ah! Wir müssen jetzt erstmal talken. Dann ja, Zeit für ganz wichtig. Ich weiß nicht, was diese Punkte an den Beinen sollen. Ja, ich schieße da gerne mal drauf, wenn ich die vor mir habe. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es groß was bringt. Der zielt immer so scheiße hoch, wenn ich die... Oh, ey. Ich kann mal hier Maschine gern Ammo bei mir. Ob du noch welche möchtest. Immer. Oh.
Ich hätte gerne die Shotgun-Shells, danke. Hier liegen auch welche. Oh mein Gott, sind das viele! Ist ja wie an Weihnachten. Ja, aber der Nikolaus sieht nicht so nett aus. Die Schenke bringen. Jetzt war ich nur gerade ich am Talken und du nicht. Obwohl ich viel weiter weg war als du. Eingeflogen. Ich glaube, ich habe noch Granaten. Ja, hau rein. Dann schnell hin. Guten Appetit. Okay, das sieht nicht schlecht aus. Ich muss lieber erstmal wieder weg. Ich bin jetzt schon. Was jetzt? Oh, oh, das gefällt mir nicht. Hier ist jede Menge Machine Gun Ammo. Eigentlich überall. Alter, was ist denn hier los? Ich kann gar nicht mehr tragen. So. Ich hab mich gerade dadurch, dass ich die Munition aufgesammelt habe, vor dem anderen. Ja, wie? Aber trotzdem keinen Schaden machen. Cool. Aber du offenbar. Irgendwas gerade gemacht. Wieso geht der jetzt einmal komplett rum? Ja, ich versuche auch vor ihm wegzulaufen, aber. Ja, ich auch, aber der hält mich still. Lauf ich halt in die andere Richtung. Ich hab da oben gedreht. Ja, ich bin mit deinem dreckigen Kreuz mit die Serie. Ja. Oh, oh. Torkel Action! Ja, Torkel Action! Ich hab mal einen Abladen gekriegt. Ja, lieber ein bisschen weg. Weg hier! Ja, das gefällt mir gar nicht. Ich hätte nicht ganz sicher sein sollen. Oh, ich hab den Arm abgeschossen. Geil. Und ich hab noch eine Granate. Oh, ich schon wieder die Magnum nicht. Muss so weitergehen. Brauche ich die Magnum auch irgendwann nochmal? Kann ruhig nochmal wiederkommen und einfach die Viecher spawnen. Mhm. Das habe ich, glaube ich, gar nicht alles eingesammelt. Verdammt. Ja, GG. Ja, nächste Woche dann was wir dann wieder sehen. Da ist jetzt einfach nur eine Gurke drin. Damn it! Where is she? Mr. Redfield, how nice to finally make your acquaintance. Who the hell are you? Selagiona. She works with Tricell. Nice. You've done your homework. An officer in the Global Pharmaceutical Consortium. Why? As if I need to explain myself to you. Although, weren't you two given orders to retreat? So it was you. Where is Jill? Jill? Even if I did know, you think I would tell you? Cut the crap! Tell me where she is! As soon as you two are done with your little vigilante mission, you should leave. There's nothing here worth throwing your life away for. She's lying. She knows something. It's time we get some answers. Und wie? Hauptsache Answers. SSCCA.